Hallo, in diesem Video will ich erklären, was eine Epsilon-Umgebung so auf fachlichem Niveau ist. Das Ganze hört man oft in Verbindung mit den Konvergenzbestimmungen und Schreibweisen gibt es da wahrscheinlich viele. Wir bei uns benutzen diese hier, soll uns jetzt nicht weiter stören, wir wollen ja trotzdem einfach nur auf die Epsilon-Umgebung eingehen. So, ich habe das nochmal hier nach links oben geschrieben. Achso, vielleicht noch eine kleine Information zur Schreibweise. Das U steht für die Umgebung, das Epsilon steht für die Epsilon-Umgebung und das X ist der Mittelpunkt. Das heißt, wenn wir hier irgendwo eine Gerade haben, dann ist hier unser X und das Epsilon ist eben der Radius, also so wie man das von der Epsilon-Umgebung auch kennt. Und man sagt ja auch, das Epsilon ist größer als 0. Das lassen wir jetzt einfach erstmal so hingestellt. Ich finde es selbst immer relativ schwierig, darüber nachzudenken, was ist denn jetzt diese Epsilon-Umgebung, weil hier steht nur, ja, Epsilon ist größer als 0. Das heißt, Epsilon kann auch 300 Milliarden sein und gilt dann immer noch das, was irgendwo steht? Natürlich muss man dazu sagen, das Epsilon ist größer als 0, soll aber hier, weiß nicht, sehr, sehr klein sein immer. Das ist das, was es sein soll und was auch gar nicht so dasteht eigentlich, aber es soll jedenfalls immer sehr klein sein. So, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns, diese Epsilon-Umgebung? Fachlich bedeutet das einfach nur, egal wie weit ich irgendwo reinzoome, eine gewisse Bedingung ist immer noch gegeben. Das heißt als Beispiel, wir haben jetzt hier zum Beispiel so eine Parabel und jetzt können wir mal hier auf diesen Teil hier ranzoomen. So, dann haben wir hier unten unsere etwas verdickte X-Achse und hier auch unsere Y-Achse und hier geht dann ungefähr so unsere Parabel lang. Boah. Ja gut. So, bisschen korrigiert. So, warum habe ich jetzt rangezoomt? Das ist genau das, was wir mit dieser Epsilon-Umgebung meinen. Ich schreibe es jetzt nochmal hier hin. Sagen wir haben hier irgendwie so eine Parabel. Und dann könnte ich jetzt sagen, okay, innerhalb dieses Bereichs gilt irgendwas. Zum Beispiel, innerhalb dieses Bereichs ist das hier der niedrigste Punkt. Ich könnte genauso gut aber sagen, innerhalb dieses Bereichs oder innerhalb dieses Bereichs. Und dieser kleine Bereich, das ist eben dieses Ranzoomen. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Wir können hier extrem nah ranzoomen und das hier ist immer noch der niedrigste Punkt bei der ganzen Sache. Wir könnten uns jetzt auch sagen, okay, wir wollen jetzt hier an diesen Teil nochmal ranzoomen. So, auch hier haben wir wieder eine sehr große X- und eine sehr große Y-Achse und hier ist natürlich die Parabel sehr, sehr viel flacher, weil wir sind ja extrem nah an diesem Punkt dran. Aber, und wir sehen immer noch, das hier ist immer noch der tiefste Punkt. Oder zum Beispiel, es konvergiert hier gegen. Und genau, das ist im Grunde, was wir machen. Wir gucken uns das an und sagen, okay, auf so einem kleinen Ding hier, wenn man sich nur diesen Teil hier anguckt, dann sieht das so aus. Und wenn man sich nur diesen Teil hier anguckt, dann sieht es immer noch so aus. Und genau das ist das, was wir mit dieser Epsilon-Umgebung sagen. Wir haben hier irgendwo so einen Zahlenstrahl und dann haben wir hier irgendeinen Punkt, von dem wir ausgehen wollen. Und dann ist es uns egal, ob wir einen Radius um diesen Punkt schneiden, der so groß ist oder so groß ist. Also ich mache da immer diese Kreise drum, so groß oder so groß. Egal wie groß oder klein wir diesen Radius machen, wir werden immer eine bestimmte Eigenschaft behalten. Welche Eigenschaft? Die man danach in der Regel angibt. Also, wenn wir irgendwas von der Epsilon-Umgebung hören, dann können wir einfach das direkt übersetzen in, naja, in einem beliebig kleinen, winzig kleinen Bereich. Oder eben wie wenn man ein Zeichenprogramm nimmt und hier auf einen Bereich ranzoomt und dann nochmal ranzoomt. Und dann sieht auch so eine grausame Formel irgendwie ein bisschen verständlicher aus.